Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Zur Umgebung brauche ich ja wohl nichts mehr zu sagen. Ich weiß, es ist ja schon so der Running Gag geworden. Ich möchte aber vorab noch ein, zwei Sachen sagen. Die eine von euch werden wahrscheinlich einige wieder feiern, weil es wird ein bisschen geshootet, aber es wird jetzt mal langsam Zeit. Aber vorab noch wollte ich sagen, dass jetzt am Freitag meine Pesos Season 6 rauskommt. Ich bin sehr stolz darauf, wie geil die Kollektion geworden ist. Ich finde, das ist bisher so unsere erwachsenste Kollektion, würde ich mal sagen. Also wirklich meiner Meinung nach jedes Teil übertrieben krass. Unter anderem gibt es da auch diesen Sweater hier mit dem gewebten Kragen etc. Deswegen schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei, die Sachen sind wieder limitiert. Letztes Mal war in 15 Minuten ausverkauft, also es war wieder krank, wie da immer der Hype ist. Ich bin auch sehr froh, dass ihr da immer so supportet, deswegen ja, vielen Dank dafür. Und ja, kommen wir jetzt zur zweiten Sache. Ihr seht hier schon, wir sind auf dem Kanal von Maximilian. Hallo Maxi. Ja, was hat der gute Herr denn heute mal wieder angestellt? Und zwar gab es schon zwei, drei Videos jetzt über mich von dem lieben Maxi, die der gemacht hat, ein bisschen um Aufmerksamkeit gebettelt hat. Ja, Maxi, also ich wollte eigentlich nicht darauf reagieren, weil dieser Typ für mich einfach ein Lutscher ist so, aber jetzt hat es mir im Endeffekt gereicht. Es kam das nächste Video, Justins 4000 Euro Haul, wo er mein letztes Fashion Pack Opening unter die Lupe nimmt und Sachen kritisiert, die ich in den ersten 2-3 Minuten sage, die er halt aber übersprungen hat. Also sich einfach mal ein übelstes Eigentor schießen, indem man das Video skippt und dann über das nörgelt, was ich in den ersten Minuten sage, was er geskippt hat. Naja, ich wollte da eigentlich ein komplettes Video drüber machen, gehe so auf sein Video und habe mir so die Kommentare durchgelesen und habe mir gedacht, Leute, ich mache doch kein komplettes Video dazu, weil die Kommentare haben ihn einfach schon zu krass gedemütigt. Ich lese ein bisschen was vor und zwar sagen das Top-Kommentare 4 Stunden nach dem Upload. Lass es lieber, sonst wirst du später noch von ihm zerstört. Ja, richtig. Wer hatet denn Justin? Justin ist quasi Ehrenmann hoch 2. Danke, Mois. Nix gegen dich persönlich, Maximilian, aber Justin kennt sich 100-mal mehr mit Fashion aus als du. Ja, also Maxi, nur weil du dir jetzt 4000 Sachen von Off-White holst und die hinter dich hängst, heißt das nicht, dass du jetzt ein Fashion-YouTuber bist. Also ich bitte dich, hör bitte damit auf, Alter. Das ist wirklich peinlich für die komplette Szene, was du da fabrizierst. Und das sieht jeder andere Fashion-YouTuber auch so. Dann, was ich eben halt schon gesagt habe, die Werbung, die du übersprungen hast, waren die Informationen zu dem Shop, wo er das alles gekauft hat, die auch was am Black Friday machen. Also laber nicht, die Hälfte wäre Werbung gewesen. Ah? Aber der Maxi hat hier die erste Hälfte übersprungen. Nächster Kommentar, ich würde Justin nicht ans Bein pissen. Oder, ach du Scheiße, ist das Video traurig, wie du versuchst, dass er auf dich reagiert. Das war's hier wohl wirklich komplett. Ja, Leute, ich glaube, mehr muss ich da gar nicht zu sagen. Die Top-Kommentare unter seinem Video haben ihn einfach schon endgültig auseinandergenommen. Also Maxi, ich bitte dich, nimm meinen Namen einfach bitte nicht mehr in den Mund. Mach keine Videos mehr zu dem Thema. Lass es hier am besten unkommentiert. Ich glaube, das geht dann am besten für dich aus. Und abschließend kann ich dann einfach nur noch sagen, Maxi, ich zertrampel deinem Bruder seine Lego-Burg. Schneid dir bitte endlich mal die Haare, jetzt du viel Tschüss, Maxi. Ja, Leute, und damit willkommen zum eigentlichen Inhalt dieses Videos. Mir wurde strengstens empfohlen, mir das Ray Schremmert Shows of the Insane Jewelry Collection Video anzugucken. Und zwar haben wir ja letztes Mal auf die GQ On The Rocks Formate reagiert, wo Rapper ihren Schmuck zeigen. Unter anderem war dabei Lil Pump, Tiger, also waren wirklich krasse Sachen dabei. Und ja, ich soll mir jetzt mal wohl die Sachen von Ray Schremmert angucken. Ich bin gespannt, was da dabei ist. This is Ray Schremmert On The Rocks. GQ! Take uno! Erstmal muss ich sagen, Ray Schremmert höre ich jetzt nicht so wirklich aktiv. Die haben 3-4 geile Lieder, die ich auch auf meinem Handy habe und höre. Aber jetzt, würde jetzt nicht sagen, ich bin Ray Schremmert-Fan, so, aber ich bin auch kein Hater, absolut nicht. Also ich finde, was die machen, cool. Aber es ist jetzt einfach nicht so, dass ich mir das jetzt jeden Tag irgendwie anhören müsste. So. Die Typen finde ich aber an sich lustig. Also haben einen niceen Style, so. Sind ganz lustig. Ey Leute, ich bin gespannt, was das da gleich gibt. Ich habe schon einen Teil gesehen, was ich fast schon als armes Deutschland titulieren würde. Apropos armes Deutschland, checkt auf jeden Fall meinen Zweitkanal ab, Justin Light. Da habe ich eine neue Serie vorgestellt. Für die Leute, die es gesehen haben, ich habe mir für 4.500 ein MacBook gekauft, weil mein PC am Arsch war. Ich habe die Festplatten ein- und ausgebaut wieder und jetzt geht mein PC wieder, also einfach mal das Geld in den Wind geblasen. Egal, ich brauchte sowieso eins, von daher halb so wild. Ehrenmann. Und wir machen mit dem Video weiter. I never really collected jewelry back in the day. I never wore no chains. See, I'm the type of person, I might go a whole day like this with no jewelry. Ich finde, die sehen einfach lustig aus. So. Ich glaube, die sind auch nicht so groß. 1,70 oder so. Aber hart am Ballen, so, deswegen also Respekt. Was die machen soll. When I made it in my profession, it was just something to let them know, hey, I'm successful with this shit. And it's like a gold medal. I like the way it looked. I got these two watches. Das ist wirklich armes Deutschland. They bust down.
Er hat einfach eine Rolex Yachtmaster verbunden. Er hat sie verbunden. Always wanted that. Mit einer AP Royal Oak. Ey, also er, und das Traurige ist, er benutzt es nicht als Uhr, er benutzt es als Stirnband oder Augenklappe. Ey, Leute, wie viel Geld muss man haben, um sich für über 100k, ich nehme an, das wird über 100k kosten, erstmal die zwei Uhren zu holen, dann kann man sich die, anstatt sich die anzuziehen, nee, ich mache jetzt die Armbänder ab und verbinde beide so, dass ich eine Brille habe. Alter Schwede. You know what I'm saying? So now I got. Und dann noch mit Diamanten besetzen, das darf nicht fehlen. For myself now. Dieser Typ ist ja einfach krank, oder? Ich finde sein Outfit geil, so Versace T-Shirt mit Jogger und so einer lilanen Brille ist nice. Er rechts, ja, ich finde, also bei so einer Statur, finde ich, sollte man nicht enge T-Shirts anziehen, also komme ich ja auch nicht auf die Idee, sondern eher ein bisschen weiter geschnitten, damit man das kompensiert, aber gut. Brauche ich ja nicht. I can combine them, cause like, you know what I'm saying, two heads is better than one. Got, ja, now, zwei Hände sind besser als eine, deswegen mache ich mal beide Uhren zu einer Brille. Hä? Einfach mal sich widersprechen. Two heads. I got two watch faces on my headband, you know what I'm saying? I got this in. Alter. Watch goggles. Cause two heads is better than one. Danke, Merkel. The watch goggles. I brought Ey. Ey, wirklich. Irgendwie finde ich es voll behindert und ist wahrscheinlich für richtige Uhrensammler richtig traurig. Aber andererseits finde ich es voll lustig. Goggles back. Put them on your forehead. I broke these, you know what I'm saying? I'm sorry, GQ, you know what I'm saying? I broke my goggles. Oh, hell no. But this is the coolest piece of jewelry in the whole rap game, period. I got er hat einfach hinten dran als Bund so ein Dior-Belt genommen. Audemars. And I got a Yachtmaster Rolex and I just combined them. Yeah, I had them tied on my forehead, so they fell off my forehead. They hit my nose. And then I got this little cut on my nose, you know? Ey, da muss man sich auch immer nicht so wundern. Einfach mal diese komische Brille, wodurch du gar nicht mal was sehen kannst, auf die Stirn schneiden. Und dann fällt die runter und man schneidet sich in die Nase. Ja, gut. Solche Probleme hätte ich dann auch eher gerne. If you can see it, it scarred my nose a little bit. Then I looked down and I seen them hanging like this. So I just. Der Typ ist auch high as fuck, oder? I said, okay, cool, I gotta get a fix. I just fed it. Ey. Erstmal finde ich sie voll sympathisch. Und zweitens guckt sich jemand an, so, so hängt so die Augen so halb zu und übelst dumm. My fishbone chain. You know what I'm saying? It's crazy, nobody ever did it. It's exclusive. Fossilized fish. Krass. You know? Finde ich heftig. Also mir würde es wahrscheinlich nicht stehen, so. Aber so die Kunst dahinter und so wie er es trägt, ich find's heftig. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Find ich nice. You know what I'm saying? Plated in gold with diamonds on. It's crazy. It's just an elegant piece, you know what I'm saying? Yeah, it's can we Google this chain? I know we can Google this chain. Suede leaf fishbone necklace. Just pull on, you can see here. You know what I'm saying? Here. Ja, die Videos sind auch geil gemacht, feier ich Video immer so alles einblenden mit diesem professionellen Hintergrund. So ist geil. Buy that one over here. And then this is an AP. Audemars Piguet. Bust down. Mega nice. Finde ich übertrieben krass. Ich finde, in letzter Zeit bin ich so voll Fan von so ausgefallenen Uhren. Ich weiß, das wird wahrscheinlich die breite Masse gar nicht feiern. Aber in letzter Zeit habe ich so voll das Auge geworfen auf Richard Mille-Uhren. Finde ich auch sehr, sehr geil. So mit grünem Band. So, finde ich sehr nice. Oder so eine rosé-goldene Patek Baumziffernblatt. Auch sehr, sehr krass. Ja. Aber hier eine AP natürlich auch. Ice Out, sehr geil. Feier ich. Two-tone. Aber da gab es ja auch schon einige Kommentare unter dem letzten Video, dass voll viele die Sachen gar nicht feiern. Viele finden die Sachen mega krass. Ja. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Goggles haltet. Ich denke, da sind wir uns aber alle einig, dass. Also bringt nichts, oder? I got this because Slim Jimmy got this first and he blowed it. We was at the club one day, winning and winning. Krank. Ja, die Kette muss ich sagen, feiere ich gar nicht. Also finde ich ganz schlimm. Weil jeder Soundcloud-Rapper holt sich, also wie Samurai in meinem Modesinn, wie er schon gesagt hat, so eine Fake-Iced-Out-Chain mit diesen cloudigen Buchstaben. Finde ich nicht nice. Gut, wäre aber wahrscheinlich einer der ersten so, dann ist es noch okay, aber generell diesen Style feiere ich nicht so krass. Weil einfach die Buchstaben viel zu groß sind. Das kann man dezenter, edler machen. Naja. Yeah, moving on, you know what I'm saying? I got the gym chain. It's my name tag. You know, we used to go to work, used to have a name tag. So I had always wanted to have like an all gold name tag. So when you look at me, they be like Jim, and my chain fall, and then it's done. And I'm ey, einfach mal mit so einer Chain stage diven und sich dann wundern, wenn die Kette auf den Boden fällt und im Publikum kaputt geht und sich hier einer unter den Nagel reißt. Aber gut, ich meine, trifft ja keinen Arm hier. I don't even know until I get back to the stage, and then I'm over there looking sad and Greg like, man, I told you, man, I told you, man.
And now I got my two bracelets. Ja, Cuban Links sind halt Classics, so, ne? Einfach so zum Stacken, als ob einem nicht so genug ist. Ich bin sehr großer Cuban Link Fan. Wenn die dann noch Ice Out ist, dann kann man natürlich nichts falsch machen. Right here, you know what I'm saying? I don't never wear these. I had got them one time. I don't know why I got them. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das übertrieben inflationär genutzt ist. Also jeder Ami-Rapper, mittlerweile fangen auch Deutsch-Rapper damit an. Relativ spät, muss man sagen, ja, diese Cuban Link Chains zu tragen, weil, keine Ahnung, jeder zweite hat die. Don't never wear them. But I love them, you know what I'm saying? The same way I put them up. In diesem Fall Armbänder. And then I got my Gucci. They're just cars. Got my Gucci Links. Davon bin ich wiederum nicht so ein großer Fan. Ich finde das so, also nicht so ästhetisch irgendwie. Die Kettenglieder sind zu unterschiedlich groß, dann die Verbindungen, diese Löcher sind einfach zu breit. Keine Ahnung, feier ich nicht so. So flex with like. Feier ich voll. Auf diese Cartier-Armreifen bin ich auch mega der Fan von. Entweder dieser umgespannte Nagel oder halt dieses klassische Teil mit den Schrauben drin. Wobei ich das mit dem Nagel noch krasser finde. Habe ich auch mal überlegt, mir zu holen, aber so 6 bis 10k für so ein Armband, so. Was eigentlich ja keinen wirklichen Wert hat. Und jetzt nur, weil es Weißgold oder Gelbgold ist. So ist niemals Material wert 6k. And this is like, we got shrimp life because. This is our lifestyle, this is the way we exist. Shrimp life, like every day we just wake up and live a shrimp life. Nice. Ja, cool. Ich fand die beiden Jungs tatsächlich sehr sympathisch, haben einen coolen Eindruck gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinung zu deren Jewelry Collection in die Kommentare. Und ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns dann mal hier Gucci Mane oder so an. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.